du fährst einen BMW Diesel, dann solltest du dir dieses Video unbedingt angucken. Ich zeige euch heute, was ihr an eurem Diesel definitiv machen solltet, wenn ihr ihm ein bisschen Liebe geben wollt. Und das lese ich ganz oft in meinen Insta-DMs. Okay, wie sieht's aus? Was kann ich machen? Ich will ihm was Gutes tun. Da habe ich ja auch einige Videos schon dazu gemacht, auch vielleicht das eine oder andere, was nicht so legal ist. Freunde, wenn ich irgendwelche Kommentare lese, über Pinsel-Jokes, wegen meinen Haaren, das gibt eine Anzeige, so ein Ding. Nein, wir fangen an. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, DPF off und AGR off. So, das ist natürlich nicht legal und ich habe natürlich noch ein zweites Auto, was genauso identisch ist, wo ich das gemacht habe, wo ich auf abgesperrten Teststrecken mit dem mit DPF off rumfahre und im Straßenverkehr habe ich natürlich mein DPF drinne. Genauso wie das AGR ist natürlich völlig logisch, ne? Also das ist, da braucht ihr natürlich euch gar keine Sorgen machen. Ich werde euch in diesem Video zeigen, was ihr auf jeden Fall machen solltet und was ihr für Möglichkeiten habt, was wirklich sehr, sehr viel bringt. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem, was ich jedem empfehle und dann gehen wir weiter. Und dann erzähle ich euch noch so ein paar Möglichkeiten und so als allererstes, das größte Problem, wie ich finde, bei so einen schönen Dieselmotoren ist die Abgasrückführung. So, jetzt haben wir zwei Problematiken. Erstmal haben wir durch das AGR eine Verkorkung halt und dadurch, dass es ein Direkteinspritzer ist, wird er auch nie abgewaschen vom Diesel. Natürlich jetzt hier bei so einem Motor wie hier, der 210.000 Kilometer runter hat oder bei euch jetzt 150, dass das natürlich schon verkorkt ist. Frage ist halt, wie viel. Und das Beste wäre natürlich eine Bedi-Reinigung. Damit wird das alles gereinigt. Sehr, sehr gut. Genau, und da kann eigentlich alles so mehr oder weniger zusammenbleiben. Ich weiß nicht, was das kostet. Ich weiß, dass auch sich dort viele einscheißen. Deswegen zeige ich euch jetzt mal die Low-Budget-Version. Und da könnt ihr auch schon so ein bisschen erahnen, okay, wo geht das hin, das Ganze? Und auf welchem Stand seid ihr? Also das steuert das quasi, das ist ein Ventil und hier habt ihr so diesen Off-Gang, das blasse Ding. Hier habt ihr so eine Stelle dran, die könnt ihr auch lösen, sage ich mal. Und dann könnt ihr das abziehen. Die Plastikabdeckung macht mich unglaublich sauer. So, jetzt. Genau. Dann könnt ihr nämlich hier mal reingucken. Idealerweise macht ihr dort mal mit dem Handy ein Bild. Und guck mal, wie das so drin aussieht. Ich meine, die Bedi-Reinigung ist natürlich das deutlich bessere Mittel. Ne? Das ist ungeklärt, das Thema. Das lassen wir einfach mal so stehen jetzt. Dort mal ein Bild machen. Die Plastikabdeckung natürlich richtig abnehmen. Ich habe nie das richtige Werkzeug, diesen Kugel. Damit kommt man nur so schräg rein, dass das so geht. So, und jetzt könnt ihr, ich meine, wenn ihr zum Beispiel Probleme mit dem Ansprechverhalten habt, ist das natürlich mal cool, um zu gucken, okay, liegt es vielleicht da dran? Sagen wir mal so. AGR-Ventilreiniger für Benzin und Diesel. So, zum schnellen Reinigen von AGR-Ventilen, bla 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 bla. Das Ganze ist gedacht für im eingebauten Zustand. Genau, jetzt steht hier auch drauf, wie man das anwendet, weil das ist nämlich, ihr spritzt das ja an den Brennraum rein. Also damit muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und dadurch, dass das auch bis zum Brennraum kommt, reinigt ihr natürlich auch damit dann die Ventile in einem gewissen Maße. Natürlich, ich brauche euch nicht erzählen, wie viel ihr damit reinigt mit so einem Spray. Das ist eigentlich nur Fusch und man kann mal probieren und mal gucken, okay, liegt vielleicht daran, lohnt sich vielleicht eine Bedi-Reinigung oder ist das vielleicht noch gar nicht so verkokt. Genau, man soll das eigentlich im Betrieb machen. Ich mache das aber immer, wenn es aus ist. Und ich habe es damals gemacht, wo es aus war. Man darf jetzt hier einfach nie so viel reinsprühen. Also jetzt hier nie, wie drauf steht, die halbe Flasche. Das ist ein bisschen arg viel. Ich habe das so gemacht. Natürlich alle Angaben ohne Gewähr, bevor mich irgendwer verklagt oder so. Ich bin hier ein bisschen auf das AGR-Ventil drauf sprühen. Zack. Und jetzt könntet ihr das ein bisschen einwirken lassen. Die Motorabdeckung wieder hier drüber schieben, so zack. Das Ding muss wieder drauf, sonst kriegt ihr richtig fette Probleme. Also sonst macht er gar nichts mehr hier. Wenn er Falschluft zieht, der ist vorbei. Also das Ding wieder drauf stecken hier. Das geht eigentlich sehr, sehr einfach. Digga, diese Plastikabdeckung ist hier. Draufstecken, gucken, dass man es nicht mehr runterziehen kann. Freunde, die Abdeckung, die ist key. Wenn die locker ist, dann tut das ganze Auto, also das vibriert extrem laut.
das ist ultra nervig. Beziehungsweise denkt man, dass die Karre einen Motorschaden hat, weil das so am Vibrieren ist. Jetzt den Dieselbrummer mal starten. Der hat dann, wenn ihr das AGR-Ventilreinigerzeug einsprüht und einwirken lässt, der braucht dann, startet ein bisschen beschissen, aber das passt trotzdem. Ah, da steht der Muck drin, Alter. Was ist das? Alter, das qualmt hier richtig schön drin. So Freunde, ja warum bringt das bei mir jetzt nichts mehr? Und zwar, weil bei mir das AGR-Ventil schon dauerhaft geschlossen ist, wurde softwareseitig deaktiviert. Idealerweise macht man es mit Software und mit Hardware. Warum? Weil softwareseitiges Deaktivieren vom AGR macht folgendes. Der sagt dem Auto, okay, AGR-Ventil bleibt geschlossen. Wenn jetzt euer AGR-Ventil nicht mehr richtig abdichtet, weil es schon so verkorkt ist, bringt das Ganze nichts mehr. Dann macht es natürlich Sinn, das AGR-Ventil vorher zu reinigen mit einer Bedi-Reinigung oder halt auf die Fusch-Variante. Ob das dann so funktioniert mit der Fusch-Variante, das ist wieder eine ganz, ganz andere Thematik. Genau, ich empfehle immer, das softwareseitig zu machen. Jetzt werden natürlich wieder die ganzen Rambos kommen und sagen, ja, das ist natürlich illegal und was weiß ich, der TÜV und was weiß ich. Ja, der TÜV, der merkt das natürlich, wenn ihr das AGR deaktiviert. Nein, Spaß, also der merkt das natürlich nicht. Wenn ihr zum TÜV fahrt, checkt er das nicht. Für alle Super-Allmanns, die einfach auch legal unterwegs sein wollen und die für die das Wichtigste ist, kann man die AGR-Frischluftrate erhöhen. Das heißt, der nimmt einfach im Legalen, also kann man beim Tuner machen, der tut einfach die auf einer legalen Basis die Frischluftrate erhöhen. Das heißt, er tut nicht mehr so oft das wiederverbrannte Abgas, was zurückgeführt wird, nicht mehr in so einem großen, ja, das wird nicht mehr so viel rück mir wieder mit eingespritzt. Wäre die legale Möglichkeit, aber ich, ja, Abgasrückführung ist aus meiner Sicht einfach Müll. Einfach Müll. Das war, wer sich das, dann wurde versucht, einfach irgendwelche Umweltrichtlinien einzuhalten, aber ja, also da hat man aus meiner Sicht einfach auch wieder von der Wand bis zur Tapete gedacht. Und jeder, der Meinung ist, dass man dadurch, dass man verbrannte Abgase wieder zurückführt in den Ansaugtrakt und damit die Umwelt rettet, der ist aus meiner Sicht völlig verloren. Aber ja, sage ich nichts dazu. Genau, also ich empfehle euch wirklich, gönnt euch das eurem Diesel, das AGR zu deaktivieren. Also das softwareseitig rausnehmen zu lassen. Lasst euch dort beraten von eurem Tuner. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Und viele kommen auch zu mir und mit wilden Umbaumaßnahmen. Ja, ich will meinem Motor was Gutes tun. Macht das. Macht AGR off. Ihr werdet das auch spüren. Ist einfach deutlich, fährt sich deutlich besser, deutlich agiler. Ist wirklich top, kann ich nur empfehlen. Leistung, Freunde, wer mich fragt, oh, gewinne ich jetzt Leistung dazu mit AGR off oder mit DBF off? Ja, Freunde, steht hier nicht im Vordergrund und das sollte auch nie das Ziel sein. Wenn ihr Leistung wollt, macht das Stage 1, aber macht, das ist wirklich nur, um eurem Motor was Gutes zu tun. Und ich glaube, AGR off kostet auch nie so viel beim Tuner für die ganzen Sparfüchse. Genau, also die Fusch-Variante könnt ihr mal probieren. Mal gucken, okay, bringt das was, wenn er schlecht Gas annimmt. Ansonsten macht direkt eine Bedi-Reinigung und AGR off sollte sowieso Thema sein. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, in diesem Sinne, Regenrinne, haut rein und...